Wow, kleiner Blitzstart hier von unserer Seite aus. Kaum komme ich aus dem Testspiel von Russen raus, geht es gleich in die nächste Russenspiel. Deswegen sind ja auch die meisten gegangen. Oh, aber gut, dass ich schon meinen Kakaotrunk zu mir genommen habe. Das Spiel gerade eben hat mich so frustriert, dass ich zu meiner Kakaotüte greifen musste. Sonst wäre ich sehr, sehr depressiv geworden. Aber hoffen wir mal. What? Ja, ich sollte mein Mate mal verteidigen. Ich sollte definitiv mein Mate verteidigen, oder? Ja. Ah, kleiner Ficker. Glaubst du? Glaubst du? Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ja, hau ab, du Motherfucker, ey. Da wollte er einfach mal so ein Kill sneaken, der kleine Bitch. Nicht in meiner Hood, my friend. Nicht in meiner Hood. Ich bin der King of Schurken, nicht du. Nicht du. Wenn jetzt noch Nachtclub durchkäme, wäre das schon mal. Das wäre schon mal was. Wie weit ist. Alter, der ist ja schon fast durch. Da Wut? Aber wir spielen schon gegen Russen, oder? Wir spielen. Alter, die ist durch. Die ist durch. Ja, gut. Ey, ich hatte letztes Mal Mitleid mit den Russen. Diesmal werde ich hier kein Mitleid rausholen. Diesmal kein Mitleid. So, wo ist der Drecksack? Ich habe ihn doch schon irgendwo gesehen. Er war mir doch klar, dass der hier irgendwo rumlungert. Das war mir schon klar, aber ist nicht schlecht. Damit haben wir schon mal ordentlich Druck gemacht. Ordentlich. Mir gefällt das gerade so. Mir gefallen diese Aktionen gerade. Wenn man jetzt noch ein bisschen hier die kleinen Reste verwertet, so die nervigen Abschaum attackiert und ausschaltet, so dass man weniger Probleme hat. Ah, Drecksack. Kommst nicht raus. Okay, er ist sowieso tot. Er ist sowieso tot. Flagge haben sie sich gegriffen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ein bisschen so die Zeit rauszuschlagen. Oh, sie ist auch tot. Fuck! Gut. Dann bleibt mir von meiner Seite aus. Alter, der ist richtig schnell. Der ist richtig schnell. Da komme ich auch nicht hinterher. Ich muss auch befürchten, dass mir gleich von hinten jemand in den Rücken fällt. Aber wer weiß das schon so richtig. Oh, da habe ich mich viel zu früh gefreut. Da habe ich mich viel zu früh gefreut. Da dachte ich so, yo, easy going. Aber. Wobei. Kriegen wir. Nein, nicht mit so einer Scheiße. Nee, das war's. Was für ein Penner. Was für ein dreckiger Penner. Das ist der Motherfucker, der abgehauen ist. Ich werd nicht mehr. Du kleiner Wichser. Kommst jetzt aus deinem beschissenen Arschloch gekrochen. Jetzt, wo ich Reste verwerten will. Oh, du kleine Wichser. Du kannst so froh sein, dass ich gerade richtig. Nee, du kleiner Ficker. Das tragen wir jetzt aus. Das tragen wir jetzt aus. Du Schwanzlutscher. Na, wie schmeckt dir das? Schmeckt mein beschissenen Stahl, du Penis. Da hast du dich mit dem falschen Mann angelegt. Da hat sich auch gelohnt, den Drei-Wind-Heiltrank zu nehmen. Ganz ehrlich, für diesen Schwanzlutscher hat sich's gelohnt, ey. Da dachte, der kann mich einfach so roguelike so assassinaten. Nee, my friend. Nicht in meiner Hood. Ich hab's dir schon mal gesagt. Wer nicht lernen will, muss fühlen. Wer nicht lernen will, muss fühlen. Oh, wir haben ja aber gerade ein komplett anderes Problem. Wir müssen unseren Flankenträger verteidigen, fällt mir so gerade auf. Wenn der jetzt stirbt. Dann sieht das schlecht aus. Muss ich auch so dazu gesagt haben. Sieht ein bisschen schlecht aus, weil der Typ steht da nur noch bereit und abzugeben. Größtenteils steht er schon sehr bereit. Ich werde mich zurückziehen und meinen Fokus ein bisschen auf den Flankenträger verteilen, weil da geht nämlich gerade niemand dran. Und so viel ich gerade so bemerkt habe, ist es auch ein Heiler. Oh, shit, das ist ein Heiler. Ich muss ihn ein bisschen auflungern. Kann ich aber gerade so nicht wirklich. Sprich, ich muss hier so ein bisschen in die volle Offensive gehen. Ja, ich könnte. Okay. Ich probiere mal was ganz Riskantes. Wir gehen hier mal mit Stunts ran und mit. Nee. Du bleibst hier, Kollege. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Wie wär's mal, wenn wir mit der Flagge ausspucken? Wie wär's mit der Flagge ausspucken? Okay, gut. Dann wollen wir das mal mit Gewalt aus dir rausholen. Kein Problem. Wir sind Spezialisten, wenn es da geht, was mit Gewalt rauszuholen. Warte mal. Ach so, der hatte die Flagge nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte so wegen, weil er so groß ist, dachte ich, dass er einfach so die Flagge nicht mehr hätte. Aber scheinbar habe ich mich geirrt. Der war noch nicht mal von Anfang an das Ziel. Das ist natürlich ein anderes Drama. Wo geht denn der. Was macht der Flaggenträger da? Okay. Wir gehen von der anderen Richtung. Finde ich schon mal nicht schlecht. Das heißt, er müsste theoretisch durchkommen. Wenn wir jetzt da noch so ein bisschen exekutiv arbeiten, dann sollte der sterben. Ja, da brauchen wir noch. Da verlasse ich mich sogar nicht mal auf die Heiler. Da gehe ich gleich direkter Fokus auf den verdammten DK.
In der Hoffnung, dass das irgendwie reicht, dass wir ihn outdamagen, aber sieht gerade nicht so danach aus, dass wir hier irgendwas outdamagen werden. Das ist zu viel Backup. Das ist zu viel Backup. Ich könnte es nochmal versuchen. Oh, aber der kassiert! Ja, abgegeben. Puh, wichtig. Wichtig, Bruder. Wichtig. Dafür lasse ich auch mein Leben. Kein Problem hier. Nimmt mich. Kein Problem. Ich bin nicht so sexy-peel-mäßig drauf wie ihr, aber immerhin so 2-0. 2-0 nehme ich. Nehme ich, ganz ehrlich. Wenn der es jetzt noch abgibt. Wenn der jetzt das noch abgibt. Jetzt bitte hier nicht verrecken. Jetzt bitte mir hier nicht auf halber Strecke verrecken. Er ist tot! Holy fuck, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich aber so ehrlich sein, ne? Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Ich dachte, der schafft das nur so. Der war schon über dem Fluss. Normalerweise, es gibt so eine gewisse Grundregel. So Pi mal Daumen schätzt man ab, wenn der so über dem Fluss ist. Dann wird das wahrscheinlich auch bis zum Flaggenmast schaffen. Aber scheinbar gibt es so ein gewisses Restrisiko. Und die Beschwerde, dass kein Heiler da war, hat hat das Ganze nicht verbessert, die Situation. Hat natürlich nicht Oh, Bruder. Ich hab doch schon mal gesagt, das ist meine Hut. Kannst du mal aufhören, in meiner Hut rumzulungern? Nö. So, das Spielchen, was du mit mir hier getrieben hast, das kann ich auch. Überrascht dich das, dass ich das auch drauf hab? ja, ich hab schon gemerkt. Natürlich war da eine Katze. Das hat mir schon... Das hab ich schon auf meilenweite Entfernung. Geh doch hin. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hinterherbleiben. Ja, komm. Wir müssen jetzt ein bisschen ihn hinhalten. Solange, bis ich so ein bisschen das Mojo halten. Ja, ich weiß es doch. Er wird's probieren. Ich meine, er hat noch mit mir eine Rechnung offen und genau deswegen bist du ja auch hier. Deswegen fightest du mich noch, deswegen probierst du es noch. Nee. Aber das war's. Mehr geht nicht. Das ist die maximale Aufhaltung, die ich hier darbieten kann. Nach einer Zeit, da irgendwann geht auch nicht mehr was. Ne? Vor allen Dingen, wenn man auch nur alleine auf die Flagge drauf geht, löst sich das Problem ja leider nicht in Luft auf. Schade. Da habe ich ihn so lange aufgehalten und niemand hat sich da so verantwortlich gefühlt, da mal ranzugehen um den Flaggenträger. Aber dass er alleine ist, das ist gefährlich. Okay, mit einem Heiler ist ein bisschen doch scheiße. Aber doppelte Schurkenpower. Wenn der jetzt nicht zu vorlaut ist, dann kriege ich ihn. Ah, schade. Da war er zu vorlaut, aber wir können hier ein bisschen einen kleinen Abstecher machen. Naja, da komme ich nicht mehr ran. Der ist noch im Kampf. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. Ja. Du kleiner Drecksack, du entkommst mir nicht. So, wir müssen ihn hinhalten, solange es geht. Solange er hier keine Heilung hat, ist er Fliegenfutter auf der anderen Seite da. Da ist er Fliegenfutter. So, das müsste auch reichen, ich hoffe es. Ah, da hat den hochgepusht. Aber das reicht nicht. Hier, Bitches. Tötet mich! Nein, tötet mich nicht! Das war ein bisschen zu vorlaut. Man sollte niemals die Russen trollen. Man weiß, was am Ende mit dir passiert, Alter. Du landest auf dem Scheiterhaufen. Egal. I don't give a fuck, Alter. Ganz ehrlich, I don't give a fuck. Ich habe als Schurke maximal gemacht, was ich maximal machen konnte. Das war mein maximaler Output, wie man das bei uns bei Studenten so sagt, was ich gerade hier im VWL lerne. Maximaler Output. Mehr war echt nicht drin von meiner Leistung her. Das ist wirklich das Maximale, was ich so aus meiner Klasse rausreizen kann. Aber das ist ausgereicht. Das ist ja so das Lustige. Ich bin meistens selber überrascht, wie gewisse Techniken einfach so vonstatten gehen, ohne irgendwie groß... Es ist einfach so, es geht einfach so über, so ins Fleisch, in die Finger und dann bam, bam. Okay, wir warten mal wieder ab. Die Technik des Aufhaltens, ne? Ein bisschen Zeit haben wir ja. Und ich kann es mir auch leisten, hier auch erstmal mit Blenden zu spielen. Ich stehe auch gar nicht mal in so einer schlechten Position. Ist, glaube ich, so eine Position, wo man nicht gerade unbedingt nachschauen würde. Ah, dieser Drecksack. Jetzt hat er mich gefunden. Aber das hält mich nicht großartig auf. Wir haben noch genug Techniken. Also für mich geht es ja nur noch darum, ein bisschen hinzuhalten. Wobei, das wird auch nicht mehr so einfach funktionieren. Vor allen Dingen, wenn ich hier von so einem... Alter, von möchtegern Tauren gepippt zu werden,
Damit habe ich ein persönliches Problem. Damit habe ich ein ganz persönliches Problem. Wollen wir ganz schnell mal hier paar Grundregeln legen. Aber nicht, wenn ich allein... Ja, komm, Heiler ist noch dran. Dieser kleine Drecksack. Du konntest... Den einen Kill konntest du mir nicht gönnen. Du musstest natürlich wieder noch zurückwatschen und den Kollegen nochmal retten. Sonst hätte ich den locker bekommen. Aber, gute Sache ist, wir haben erstmal die Flagge auf unserer Seite gesichert. Wenn wir jetzt noch die Flagge auf der anderen Seite holen, dann sollte das gut laufen. Also ich schätze unsere Chancen gar nicht mal so schlecht ein. Zwei Schurken sollten eigentlich zusammen großen Schaden bewirken. Und wenn wir es so sneaky-mäßig outplayen, wie wir es gerade eben gemacht haben, dann sind wir die Gewinner. Dann werden wir das definitiv noch holen. Ich bin nur gespannt. Ich muss den Heiler hinhalten. Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Na, wobei Helena wird gleich verrecken. Ja, warte mal. Ja, ja. Wir müssen ein paar Vorkehrungen treffen. Für den Fall der Fälle, ja, für den Fall der Fälle, wie gesagt, dass sowas passiert, dass die Flagge fällt, müssen wir das Momentum halten. Es nervt mich auch, dass dieser Möchtegern-Pimp mich die ganze Zeit attackiert. Ich werde nicht weit kommen, aber immerhin, der Typ geht ja immer mit mir, das ist doch schon mal gut. Das heißt, wenn da irgendjemand an der Flagge bleibt, dann kann man doch, ja, kommt schon, Jungs, ja, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Jemand muss nur die ganze Zeit da bleiben und schön auf Zeit spielen. Weil die letzten zwei Minuten, ich denke mal nicht, dass sie das schaffen werden. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie es schaffen, 1 zu 2 zu erzielen. Aber in derselben Zeit dann nochmal noch einen zweiten hinterherzulegen. Wenn wir da komplett nur noch auf maximale Verteidigung gehen, dann haben sie die Arschkarte gezogen. Dann denke ich mal nicht, dass sie da irgendwas großartig bewirken können. Und sie müssen jetzt offensiv spielen. Sie müssen. Für uns ist das scheißegal. Wir brauchen kein 3-0, weil wir haben schon die 2-0. Wenn wir jetzt noch... Wir müssen eigentlich nur noch unseren Kollegen verteidigen. Aber ich habe nicht so wirklich Bock, die ganze Zeit jetzt nur noch 2 Minuten in der Base rumzustehen und nichts zu machen. Und deswegen will ich auch mal ein bisschen offensiv arbeiten. Ah, guck mal, muss ich gar nicht machen, das erledigen schon Leute für mich. Das ist doch schön. Das ist doch schön, guck mal. Oh, das ist doch ein Fest, Alter. Das ist doch ein Fest hier. Das ist doch so ein Sommerfest von Florian Silbereisen hier. Da wäre ich schon gerne dabei. Fühlt sich fast identisch an. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Was soll man großartig dazu sagen? Ich gehe jetzt nochmal rüber. Hol mir den verdammten Heiler. Weil was anderes hat der Wichser nicht verdient. Weil er ein Heiler ist. Heiler haben genau dasselbe Schicksal verdient. Sterben. Genau, richtig, Bruder. Du hast es erkannt. Und jetzt eigentlich nur 2 Minuten abwarten. Jetzt, wenn er sterben sollte, who cares? Ganz ehrlich, hier stehen schon 3 neue Leute. Frischfleisch, um nochmal die Flagge aufzunehmen. Also da kommt die Horde nicht mehr raus. Oh, warte mal. Alter! Beweg deinen fetten Arsch wieder hierher. Ich habe noch eine ganz kleine Rechnung mit dir offen. Bruder. Du bleibst hier. Du kleiner Drecksack. So, Ficker. Was war das hier die ganze Zeit, mich so möchtegern-mäßig aufreißen? Das hat mich die ganze Zeit schon abgefuckt. Wir klären das jetzt ein für alle Mal. Jetzt kriegst du keine beschissene Heilung mehr, die dich irgendwie am Arsch retten wird. Jetzt spürst du meine geballte Macht. Oder du läufst weg. Oder du wirst einfach wie so ein Strohhalm ausgesaugt. Wie so mein Kakao, den ich vor kurzem gerade getrunken habe. Wie so ein Kakao wurde das Ohr aufgesaugt. Schön. So, die restliche Zeit nutze ich einfach und deformiere die ganze Gruppe hier. Ganz ehrlich, interessiert mich jetzt gerade so null. Nee. Da dachtest du. Ah, ja. Da kommt wieder mal diese Nuttentour. Tja, kann mir eigentlich recht egal sein. Dafür haben wir gute Arbeit geleistet. Die 2 wichtigsten Kills, könnte man fast sagen. Ja, war eine schöne Runde. Es freut mich immer, wenn man Russen so einen kleinen Dämpfer verpassen kann. In dem Sinne haben wir eine hervorragende Arbeit geleistet und ich würde sagen, wir sehen uns an meinem Missionstisch das nächste Mal wieder. Bis dahin, see ya, Leute.